Grundsätzlich heißt es bei KIBE Österreich, geht nicht, gibt's nicht. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich bin Applikationsingenieur und beschäftige mich mit sämtlichen Umrichtertypen aus dem KIBE-Portfolio. Meine Aufgaben reichen von der Unterstützung der Vertriebsmannschaft im Vertriebsprozess über die Dimensionierung von Antriebsachsen bis hin zur Inbetriebnahme beim Endkunden. Also ich bin bei KIBE im Vertrieb zuständig für den Verkauf unserer Produkte im Gebiet, also Teile von Oberösterreich, Niederösterreich, Wien. Das ist unser Gebiet Ost, wird es genannt. Und worauf es mir aber darauf ankommt, ist auch, dass wir uns im Vertrieb nicht nur als die Verkäufer sehen, sondern ich glaube, dass wir heute dem Kunden gegenüber mehr schuldig sind. Und von daher sehe ich mich eben nicht als Verkäufer aus den typischen, sondern als den Vertreter vom Kunden bei KIBE. Das heißt, ich bin der Mann bei KIBE, der den Kunden auch betreut. Also, dass der Kunde dann auch tatsächlich die Lösungen geboten kriegt, die er braucht. Und wenn es irgendwo Probleme oder Ängste gibt, dass man diese Dinge mit einem Kunden besprechen kann. Ich glaube, dass wir als KIBEler ganz nah am Kunden dran sind und versuchen, sämtliche Wünsche des Kunden realisieren zu können. Ich bin der Richard Überseder. Mein Tätigkeitsbereich bei KIBE umfasst zum einen die Betreuung von ausgewählten Großkunden im Innendienst. Und zum anderen bin ich bei der Begleitung von Neuprojekten als Projektmanager tätig. Unsere Infrastruktur bietet natürlich für den Kunden Möglichkeiten, einen Mehrwert in seinem Projekt zu generieren. Sprich, wir haben speziell aufgrund der Prüfstands- und Testausrüstung die Möglichkeit für den Kunden, seine Anwendung vorab zu prüfen oder zu testen, um ihm die Sicherheit zu geben oder eben einen Mehrwert für seine Anwendung zu bieten. Ich würde sagen, dass der Service, den wir hier in Österreich unseren Kunden entgegenbringen, sehr einzigartig ist und uns auch ein Stück weit definiert und ausmacht. Also wir sind nicht irgendwie börsennotiert, wir haben nicht irgendein Board, das auf Quartalszahlen aus ist und da dann schaut, dass wir, wenn wir nicht bis zum nächsten Quartal unsere Ziele erreichen, dann fällt irgendwo wer. Das ist mir sehr wichtig. Und wir haben das komplette Portfolio in einer Größe, die Flexibilität sich behalten konnte und damit auf alle Anforderungen schnell reagieren kann. Wir arbeiten vom Vertrieb her sehr eng zusammen mit der Technik. Also wir haben wöchentlich unsere Projektmeetings, wir haben unsere Technikermeetings, wo wir auch mit dabei sitzen, wo wir am Laufenden gehalten werden einerseits und andererseits das Feedback vom Kunden in die Technik bringen. KIBE sehe ich als zukunftsorientierten Mittelständler auf konservativem Fundament gebaut. KIBE in einem Satz zu definieren, ist sehr schwierig, weil ich nicht alles unterbringe. Als Familienunternehmen, wo der Kunde und seine Bedürfnisse an oberster Stelle stehen. Bei uns in Österreich ist es so, dass wenn wir irgendwo an Grenzen kommen, wo wir sagen, da fehlt uns was, um das als Komplettanbieter lösen zu können, dann schauen wir, dass wir das für den Kunden dieses zusätzliche Feature auftreiben und trotzdem aus einer Hand dem Kunden anbieten können. Und die Arbeitsweise, die wir dafür haben, also das komplette Team da in Österreich, zieht da ziemlich gut an einem Strang und das macht uns, glaube ich, aus. Ich fühle mich sehr wohl bei KIBE. Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und ich glaube, dass das eine von den besseren Entscheidungen in meiner Laufbahn war.